Grüß dich, heute einmal eine politische Geschichte für dich. Die ganze Ibiza-Affäre hat auch die komplette Welt verändert für Österreich. Das hat jetzt 2019 geschrieben, klarerweise, gleich nach der Ibiza-Affäre. Es ist damals schon fast visionär gewesen. Und von der Geschichte darf ich dir gern erzählen. Es gibt einen Oscar in Los Angeles in den USA. Immer, dass das der größte Filmpreis war. Über die Medien geht das Ereignis in die ganze Welt. Da wirst du nicht gespost. Du kriegst ganz viel Geld. Der beste Film, die Schauspieler, die Regie, das Licht, die Kamera, alles ist wichtig, kennt man viel. Da geht es über den Red Carpet zum Foto machen, müssen sie aufmascheln und in die Kamera lachen. Am Bauch ziehen, einen Kittel lupfen, man sieht, wie in die Push-Ups Busen hupfen. Jeder hofft, dass er der Preisträger wärst. Bald soweit ist, kriegst du dazu, dass man ein wenig kreischt. Im Fernsehen ist der nächste Krimi gelaufen, wo es zack, zack, zack eine Zeit angreifen, Millionen durch die Gegend schupfen, erklären, wirst in Rechnung so oft dann umlupfen. Von dem Film haben wir ganz viel gelernt. Es wird bei einer Fernsehdoku, wo man aufgeklärt werden, man soll solche Filme auch in die Schulen bringen, damit die jungen Leute einen Einblick bringen. Ich finde, sie sollten die Polizei nicht einschalten. Im Gegenteil, die Branche soll sie weiterentfalten. Sie wollen eh ein Staatsvirus auf die Handy bringen und alle Kamera zapfen, damit sie Erkenntnis gewinnen. Da darfst du niemand schnell Auto fahren oder blöd reden oder bei Rot über die Kreuzung gehen. Dort erwischt es an jeden. Falls du besoffen auf Zeit gehst oder Blödsinn verzapfst, geht's blöd aus, wenn du in ein raffinierste Video fallen darfst. Ich war für einen neuen Preis, da den Ibiza Award nennen, da wird man noch mehr solche Videos zuschauen können. Möchtest du sehen, wie sich die Schauspieler benehmen und nachher jährlich zu der Preisverteilung kommen? Den Red Carpet machen wir lieber blau, sich immer an die Pioniere erinnern, finde ich schlau. Der Pokal soll es gut sein, das ist gewiss, weil das die einzige Währung in der Politik leben ist. Wir konnten das System von den Chinesen übernehmen, dann wissen wir genau, wie sie die Politiker benehmen. Mit dem Ibiza-Award konnten sie es nicht mehr so leicht bescheißen und Moral und Anstand einfach am Müllkribbel schmeißen. Dankeschön, vielleicht bis zum nächsten Mal. Fertig.